Der Gebieter? Metropole, Erfolg freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ist unser Schiff jetzt explodiert? Oder kommt das immer, wenn so ein Raumriss kommt, so eine kleine Struckwelle? Oder ist der Angriff erfolgreich gewesen? Ich habe keine Ahnung, was das war. Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gibt doch genug Zellen. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter gebrauchen. Die? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt. Und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grunts. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Edle Propheten der Wahrheit und Gnade. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen. Der Rat verurteilt Sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird Ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über Ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger, der Grundaufstand. Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren. Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war Ihr Fehler und Sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass Sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären Sie Gebieter, Sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor Ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen wir einen Eid. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle, ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter. Bei dem Blut unserer Söhne. Wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Lügen.
Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht Ihnen. Das Mal verwirkt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter. Der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich. Ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Anführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Was? Der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Wir spielen als Alien? Also als Allianz? Wie geil ist das denn? Das habe ich sowas von überhaupt nicht erwartet. Ich meine, die Zwischensequenz hat sich schon ein bisschen angedeutet, weil man den so extrem charakterisiert hat und so. Aber ich dachte, der schließt sich dann irgendwann den Menschen an und dann war es das. Nicht, dass man ihn selber spielt. Was ist denn das für eine coole Sache? Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Okay, das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich auch erstmal ruhig vorgehen. Wir als Ketzer gebrandmarkt sollen also den echten Ketzer jagen. Ach, wieder auf. Sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht. Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Okay, unsere Tarnung. Geht also noch kürzer. Wie das von den anderen. Woran sehe ich, wie lange die Tarnung noch hält? Sieht man das irgendwo? Man, noch hält sie. Das sind alles wir. Ich denke mal, die Unsichtbaren sind alle wir, richtig? Okay, Allianz-Karabiner. Oh oh. Ich meine, noch sind wir unsichtbar. Sieht für mich nicht so aus, als wenn es gleich auch hören würde. Oh oh. Solange wir noch unsichtbar sind, können wir auch weiter mit dem Schwert vorgehen. Ich nenne es mal Schwert. Das sieht jetzt nicht aus wie ein Messer.
komme immer noch nicht drüber weg, dass man hier als Alien spielt. Das ist echt eine sehr coole Sache. Okay, hier ist Sackgasse. Was hat uns abgeschossen? Diese Drohnen sehen uns also. Okay, unser Schwert ist wohl kaputt. Nehmen wir die Waffe mal, die im Gegensatz zu Halo 1 auch nochmal um einiges grafisch aufgehübscht wurde. Am Anfang fand ich die Grafik von Halo 2 gar nicht so cool, wie sie angekündigt war, mit erstes Xbox One-Grafik, Halo und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt, wo ich jetzt ein ganzes Stück lang Halo 1 gespielt habe und weiß, wie es auf der 360 aussah quasi, also Halo 1 ist ja quasi in der Anniversary Edition mit Xbox 360 neuen Texturen drauf. Und wenn man dann quasi das hier spielt, dann sieht man schon, dass sich im Gegensatz zum 360 Remake noch einiges getan hat. Aber Halo 4 wird wahrscheinlich trotzdem noch besser aussehen. Ich habe gehört, dass viele es nicht so gern mögen, viele von den Halo-Fans. Also viele sagen, dass Halo 4 wohl nicht so gut sein soll wie Halo 1, 2 und 3. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich meine halt nur rein grafisch wird es wahrscheinlich das Beste sein von den vier, die hier drin sind. Einfach weil es halt von Grund auf für die Xbox 360 gemacht wurde. Nicht erst nur nachträglich mit irgendwelchen Texturen dann. Wir sind immer noch unsichtbar. Was war denn das denn am Anfang für eine Information? Dass wir nicht so lange unsichtbar sind. Die Tür ist zu. Was ist das denn hier für eine Waffe? Alter, was sind das für Waffen hier? Und noch interessanter, wo muss ich lang? Wahrscheinlich muss ich da hinten das Ding aktivieren. Wieder reingesaugt. Oh, weil wir hier landen wollen. Deshalb sollten wir den Weg frei machen für uns zu fahren. Oh. Die Waffe gefällt mir irgendwie. Nicht mehr drauf, das Ding schießt, aber es macht schon seinen Job. Und wieder weg? Okay, dann halt wieder weg. Was ist das denn für eine Waffe? Ist das der Alien-Raketenwerfer oder was? Oh, das ist einer von uns. Sorry. Habe ich jetzt einen von uns gekillt? Ich glaube, ja. Ich hätte sicher erwartet, dass plötzlich wieder Unterstützung da ist. Okay. Dann kommen die hinter uns aus der Tür raus. Unglaublich. Das konnte ich nicht ahnen, dass die hinter uns rauskommen. So, diesmal wollte ich gerade sagen, schieße ich nicht unseren ab. Sondern den dahinter. Von außen nicht
verspreche dir einen schnellen Tod. Okay, jetzt ist unser Verbündeter wieder tot, weil er sich selbst mit der Granate in die Luft gejagt hat. War auch sehr schlau von ihm. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Wo ist das Schwert hin? Ist jetzt aber nicht abtransportiert, oder? Nee, da ist es. Das wollte ich. Aber die nehme ich trotzdem mal mit. Unsichtbar. Oh. Das gefällt mir natürlich noch besser. Nein, nicht das. Das. Okay, wo sind die Gegner? Hier werden irgendwo noch welche sein. Oder auch nicht, wir nehmen einfach mal die Tür, die sich geöffnet hat. Okay, hier liegen nicht umsonst so viele Waffen rum. Also sind wirklich unsichtbar, sind wir wohl nicht. Die sehen uns schon. Die sehen uns wohl nur schlechter. Alter, wodurch sind wir denn jetzt? Ach, von hinten kommen auch noch welche. Na super, das kann man natürlich ahnen. Durch den Weg, wo man hergekommen sind, kommen auch welche runter. Wie leicht die uns sehen. Wieso der von oben kommt, verstehe ich nicht. Da gemacht haben, habe ich nicht verstanden. Aber es hat uns einfacher gemacht. Der hat uns wohl nicht kommen sehen. Finde ich gut. Oh, hi. Punkt. Zu viele Gegner. Schwert wieder. Wir bleiben aber bei unserer jetzigen Kombination. Oh oh. Wurden entdeckt. Schlecht. Keine Munition mehr zu haben, ist relativ scheiße. Da ist er. Da ist noch einer. Weg.
mal deine, die finde ich, glaube ich, besser. Weiter. Der scheint sich ja ganz schön tief versteckt zu haben hier. Das war's dann. Die werden uns auf jeden Fall killen. Oder? Verarschen? So. Ich muss ehrlich sagen, hier ist mir eigentlich zu wenig Munition drin. Nehme ich lieber den mit. Okay, wir scheinen irgendwo angekommen zu sein. Gut. Dann, wo geht's weiter? Luftstreitkräftegebiete. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf, ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Das ist die Unterstützung. Okay, dass wir auch mit so einem fliegenden Ding unterwegs sein können, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Dreckspatz. Musik ist interessant. Ich weiß nicht, ob die hier unbedingt passt, muss ich zugeben. Das hätte ich jetzt in so einem Japano-RPG, hätte ich mir so eine Musik gut vorstellen können. Wenn man gerade irgendwie auf einer weiten Ebene ist.